Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Betonis Landleben und freut mich, dass ihr mal wieder den Weg zu uns gefunden habt. Worum geht's heute? Heute geht es eigentlich darum, den Frontlader mal abzubauen. Viele von euch haben ja Videos gesehen zu dem John Deere hier, also zur Erinnerung nochmals, das ist ein 4049 von John Deere. Wir werden von John Deere nicht gesponsert, aber es gab viele Fragen natürlich auch mal zwischendurch von euch zu dem Trecker allgemein. Auch da nochmal, das aktuelle Modell ist ein 4052M. Wenn den einer von euch gerne hätte. Und der Frontlader, dazu gab es auch ein eigenes Video, ich verlinke die beide unten auch mal, ist ein 440R. Und das Coole dabei ist, man kann ihn einfach abbauen. Das geht relativ einfach und das wollte ich euch heute mal zeigen. Zuallererst aber gehen wir nochmal nach vorne, da muss ich euch nämlich nochmal vorab was zeigen. Der Frontlader hat bei John Deere üblich im Kommunalbereich keine Euroaufnahme. Das ist eine John Deere-spezifische Aufnahme. Ist relativ simpel gelöst. Es gibt hier zwei Bolzen, die nimmt man raus. Die kann man auch natürlich hier festmachen. Ich nehme die immer raus, weil ich finde das immer einfacher. Und ansonsten hat man hier die üblichen Haken. Ansonsten hätte man ja bei der Euroaufnahme unten den Verschluss. Das hat man hier nicht. Die Geräte, die es dazu gibt, müssen natürlich zu dem Aufnahmesystem passen. Alle Geräte, die ich bis dato habe, ihr kennt ja diese Dunkgabel mit dem Niedergreifer, Palettengabel, Schaufel, ne, das sind die drei Dinge, die ich habe, passen wunderbar dran. Ich habe da überhaupt kein Problem. Aber jetzt genug gequatscht, ich baue das erstmal ab, weil wichtig ist, wenn man den Frontlader abbaut, muss man die Schaufel dran haben, weil ansonsten hier mit der Gabel sollte man das nicht tun. Da ist schwer von abzuraten und da hatte ich auch schon mal ein bisschen Stress. So, das machen wir jetzt aber erstmal. Ich koppel den erstmal ab. Koppel die dran und dann geht's weiter. So, jetzt machen wir die wieder dran. Und dann geht er los. Das ist jetzt die Grundposition. Ich zeige euch das mal gleich. Und der Trick ist eigentlich ganz einfach. Wir lösen dann hier die Halteklammern gleich. Das heißt, ich lege den erstmal hin, lege den runter, löse die Halteklammern. Damit ist der Frontlader natürlich schon gelöst. Und vorab, dass ihr das nochmal seht, ich drücke den dann mit der eigenen Hydraulik runter, sodass er hier auf diesen Füßen steht. Und dann ist er schon vom Fahrgestell losgelöst. Das Ganze muss natürlich auf dem geraden Untergrund passieren. Man sieht es auch hier, die Schaufel muss vernünftig aufliegen. Dann drückt er das einfach runter. Das zeige ich euch mal jetzt, wie es geht. Also der Reihenfolge nach. Los geht's.
Ihr seht jetzt hier, so läuft das Prinzip. Die Schaufel liegt natürlich noch auf. Und hier sieht man, der Frontlader steht hier vorne drauf. Das sind die entsprechenden Abstützungspunkte. Hier hat er keinerlei Verbindung mehr. Sieht man ja hier, das ist alles gelöst in dem Falle. Der ist komplett getrennt. Und es ist jetzt so, jetzt würde man natürlich, wenn er dann so sicher abgestellt ist, wie er jetzt steht, würde man hergehen und sagen, ich löse hier alle Hydraulikleitungen. Das sind bei dem hier in dem Falle 6, weil ich habe vorne natürlich nochmal die Zusatzhydraulik für den Niederhalter. Das ist so, würde man machen, rausziehen, dann kann man einfach wegfahren, wenn man die hier entsprechend gelöst hat. Da ich das euch nur zeigen wollte und den jetzt natürlich wieder anbaue, zeige ich euch jetzt auch nochmal, wie es andersrum geht, wie der wieder entsprechend drankommt. Also, los geht's, das Ganze wieder andersrum. Aber man sieht, wie lange hat es gedauert? 2 Minuten. Vielleicht 3. Und ihr seht, volle Einsatzbereitschaft wiederhergestellt. Also es ist wirklich sehr einfach gemacht. Einfach wirklich vorne hinstellen, nach vorne runterfahren, nach hinten rausfahren, Hydraulik natürlich lösen. Man hat immer gesehen, so ein bisschen vor und zurückfahren muss man natürlich. Und was noch wichtig ist, kommt man auch hier mit her, zeige ich euch nochmal, dass man natürlich hier in diesem Bereich hier, das hat man extra so gebaut, ich muss natürlich hier reinfahren. Ich muss so ein bisschen gerade davor fahren. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, deswegen, ich baue ihn hin und wieder ab. Aber es gab von euch mal ein paar Tipps, die gesagt haben, Mensch, wenn du einfach nur so fährst, schon die Frontreihe, also hier die Vorderräder, oder wenn du hinten Multiarbeiten machst oder sowas, oder ein bisschen schleppst, ist es natürlich, freut sich deine Vorderachse, wenn das Gewicht vom Frontlader nicht drauf liegt. Deswegen wollte ich es euch mal zeigen und es kamen ein paar Fragen dazu. Und ihr müsst natürlich wissen, ob ihr sowas braucht oder nicht. Mir war es damals erstmal gar nicht so wichtig, aber der Trecker, ich habe den so im Gesamtpaket gekauft, der war so verbaut und dann habe ich gedacht, naja, ist ja vielleicht gar nicht schlecht, braucht man. Ich baue ihn hin und wieder ab, ist aber jetzt auch nicht, dass ich ihn für jede Arbeit abbaue, weil ich brauche den Frontlader eigentlich relativ oft. Es ist das Gerät, was ich am meisten verwende. Ihr kennt es für Boxenstapeln, wenn ich mal Schüttgut hin und her fahre oder sowas. Oder wenn ich in den Wald fahre, habe ich den Frontlader eigentlich immer dran, weil dann ist es das sinnvollste Werkzeug. Dann baue ich ihn nicht ab. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, gerne unten in die Kommentare. Würde mich über einen Daumen hoch freuen und hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Bleibt gesund, gute Zeit für euch. Bis wie immer, bis bald. Ciao.